Ja, hallo Leute und willkommen zu unserem Werkstatt-TV-Spezial heute. Der Marc und ich haben ja jetzt schon so viele Autos repariert und wir haben uns gedacht, könnten wir ja auch langsam mal den Führerschein machen. Ist natürlich Quatsch, den haben wir natürlich. Hier blenden wir euch den mal ganz kurz ein, dass das nicht in Frage gestellt wird bei dem, was wir jetzt machen, weil wir machen nämlich jetzt die Führerscheinprüfung, der Marc und ich. Wir machen heute die Theorieprüfung. Und wir haben für die nächste Folge tatsächlich eine Fahrschule gefunden, die mit uns die Fahrprüfung macht. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab ja, vor 2 Jahren, glaube ich, gab es mal so eine Wette von uns gegen die Autodoktoren. Falls ihr jetzt zuhört, ihr könnt noch einsteigen. Das ist irgendwie leider nicht zustande gekommen, trotz anfänglichem Interesse der Produktionsfirma, dass wir die Fahrprüfung bestehen würden heute nochmal. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, bevor wir die Fahrprüfung machen, ob wir die Theorie bestehen, weil ohne die darf man natürlich nicht zur Fahrprüfung, wie ihr sicherlich wisst. Und wir haben hier so eine App gefunden, die kostenlos ist. Kann auch sein, dass da ein bisschen Werbung drin ist. Wenn ja, ist jetzt hier oben Werbevideo eingeblendet, aber es geht nicht um diese App. Es geht um die Fahrprüfung, um die Theorieprüfung, die wir jetzt hier machen. Und ich fange an. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen, dass ich die bestehe, weil ich ja schon relativ lange Auto fahre. Damit das für euch ein bisschen interessanter ist und nicht allzu lange dauert, machen wir die jetzt zusammen. Das ist, glaube ich, nach der Prüfungsordnung nicht ganz so erlaubt. Mal gucken, was der Fahrlehrer demnächst dazu sagt. Aber wir machen es einfach mal zusammen und ihr guckt zu. Ich drehe es jetzt mal ein bisschen um. Ich blende euch allerdings natürlich den Bildschirm hier selbstverständlich ein, dass ihr mitmachen könnt. Ich drücke jetzt einfach mal auf Prüfung. Prüfungssimulation. Ja. Achso, die. Das geht mir ja dann hier. So, machen wir einfach mal so einen Bogen hier. Prüfungsmodus. Ah, sehr schön. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren? Ja, da rechnet man immer mit, dass sie auf der Fahrbahn umkehren. Ja, wenn sie mal beim Netto vergessen haben, kann auch schon mal sein, dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben. Da würde ich jetzt nicht mitrechnen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Rechnen Sie damit, dass ältere Personen, die auf der Fahrbahn sind, wollen stehen bleiben? Also du meinst ja? Glaube ich jetzt nicht, aber das merke ich mir. So, nächste. Sagen wir jetzt, mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Sehen wir jetzt vier Kinder mit einem Ball, die gerade von der Straße vernünftigerweise runtergehen, weil die sehen, dass da ein Auto mit Schrittgeschwindigkeit ankommt. So, womit muss ich rechnen? Dass alle Kinder auf dem Gehweg warten. Ja, würde ich jedenfalls sagen, da muss ich mit rechnen, weil das ist ja auch nicht unvernünftig, oder? Aber ich muss doch auch damit rechnen, dass sie vernünftig warten. Und da kann ich da gar nicht mit rechnen. Ist halt Führerschein, das ist Einzelne ja. Kinder kehren wieder um. Ja, vielleicht in den Ball zu, das könnte noch sein. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Ja, bei der Geschwindigkeit. Ja, also ich würde sagen, die Du, du. 2 und 3 müssen wir ankreuzen, die erste ist aber Würdest völlig du klar. wirklich sagen? Also ich kann auf gar keinen Fall damit rechnen, dass die sich. Ja, gut, okay. So. Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist? Lenkung hin und her bewegen, ja, es ist nicht gefahrlos auf jeden Fall. Das ist schon gefährlicher, kann das Auto ausbrechen. Bei ganz langsamer Fahrt bremsen, ja, da kann man das merken. Kräftig Gas geben, ohne Scheiß. Wenn ich mal kräftig Gas gebe, merke ich auch, ob die Fahrbahn vereist ist, wenn ich den entsprechenden Platz für habe. Gefährlich, weiß ich nicht. Findest du das gefährlich? Ich finde das gar nicht so. Aber du meinst das nur das Zweite, ja? Kannst du ruhig das Dritte auch Also bei machen. Lenkung sind wir uns einig, aber. Da kommt es ruhig an. Ja, sehen wir ja am Ende, was richtig war. Gefahrlos. Ja, bei einer langsamen Fahrt ist es ja auch nicht ganz, es ist ja auch nicht ganz gefahrlos zu. Ich finde Gas geben gefahrloser als bremsen. Ich kreuze das mal mit an. So, jetzt starten Sie den F Film. Ich habe schon gehört, dass es da neuerdings auch Filme gibt. Früher war das ja alles auf Papier gewesen, wo ich das gemacht habe. Ne? Mittlerweile gibt es Filme. Ja, starten wir mal das Video. Wo ist denn die Frage überhaupt? Die Frage kommt ja später. Die Fra Warum kommt die Frage denn nicht? Ich muss ja wissen, worauf ich da achten muss, Nee, oder? muss alles raus. Ist auch nicht mal Ton bei. Warte. Ja, also da fährt ein LKW, da kommt ein Bus entgegen.
Im Rückspiegel ist ja nichts zu sehen. Ja, da ist ein Bus. Ja, und jetzt? Ja, muss ich gucken. Die Frau, die rechts sitzt, die rot. Soll ich das nochmal gucken? Soll ich das denn jetzt nochmal? Ich will das aber eigentlich ungern nochmal sehen. Ja, da ist ja keiner. Da steht was an der Bushaltestelle, steht jemand. Ja, und da kommt irgendeine Frau aus dem Tor da raus. Das wird wahrscheinlich. Muss ich weiter drücken? Weiter. Nee. Ja, das war schon wieder schlecht jetzt. Doch mal. Vier? Nee. Wo ist denn die Frage jetzt? Achso, zur Aufgabenstellung. Ich darf an dem Bus nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, das würde ich sogar vernünftig finden, ne, wenn da Leute sind. Ich darf an dem Bus nicht, natürlich darf ich an dem Bus dran vorbeifahren. Darf. Wo muss ich achten? Na, ich schon. Nee, warte. Was war die? Ich schaue auf Personen, die auf die, ja, worauf ich, was ich, was da. Wo müssen sie beachten? Was ich beachten muss. Ja, ich darf mit Schrittgeschwindigkeit, ich darf am Bus nicht vorbei, das ist so, das widerspricht sich. Ja, meine ich ja, natürlich darf ich da dran vorbeifahren. So, und ich schaue auf Personen, die auf die Fahrbahn treten könnten, würde ich schon sagen, ne? Ja. Dass man die ein bisschen beachtet. Gut. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein? Ja, das weiß ich auch nicht, da ist ja an sich nichts. Ne? Da sind ein paar Blätter rechts, aber auf der Geradeausfahrbahn, weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat, ne, würde ich nicht sagen, weil da keine Schilder sind. Ach, von rechts. Von rechts kommen könnte, ja, da sehe ich aber keins. Ich habe natürlich auch auf diesem Bild hier ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Ne? Ich kann jetzt ja nicht nach rechts aus dem Fenster gucken. Könnte. Könnte. Ja. Gut, kommen könnte. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht. Ja, aber nur auf diesen klar, also. Ja, also. Ich, also ich würde. Ja, meinst du? Mhm. Okay. In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Ist das das Beamtenwort für Traktor? Ja. Ja. Mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen? Die Breite der Zugmaschine ist trotz eingeschalteter Beleuchtung nicht immer erkennbar. Ja, das kann tatsächlich sein. Die Zugmaschine kann ein breites, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen, ja. Und zwei breitere Anhänger habe ich auch schon mal gesehen. Wirst du einverstanden? Ja. Während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wie verhalten Sie sich jetzt? Schlöse den Feueralarm an die Notrufstation aus. Ich schließe mein Fahrzeug ab und ich lösche das Feuer so weit wie möglich. Ich würde einen Feueralarm auslösen, wenn da so eine Notrufsäule ist, weil das noch keiner weiß, dass sie die Feuerwehr schon mal losschicken können. Das Auto abschließen. Nein, muss ich sogar Schlüssel stecken lassen. Warum? Damit die eventuell das Auto beiseite setzen können. Also ich hätte jetzt Angst, ne, dass eventuell, wenn ich das nicht abschließe und andere den Tunnel nicht evakuieren, dass die mir meine Reisetasche aus dem Auto. Ich würde es, glaube ich, also man soll es nicht abschließen, ja, damit andere das wegschieben können. Ja. Und ich lösche das Feuer so weit wie möglich. Macht das Sinn in dem Tunnel? Habe ich da eine Chance? Nein, ich würde es nicht machen. Also diesem, kommt drauf an, wenn ich jetzt Mülleimer wenn da ich jetzt ein Feuer lösche, ja, hast du meinen Mülleimer in einem Autobahntunnel gesehen? Ja, wenn da irgendwas Kleines brennt, ja, aber ich glaube nicht, dass die damit meinen. Ich meine, so Auto, LKW oder sowas, glaube ich, meine die da eher. Wenn es brennt, da stark verqualmt, da würde ich jetzt nicht daran warten. Mhm. Ich würde es versuchen. Ich das mag das. Wenn da jetzt nur so ein, wenn da jetzt ein Feuerlöscher ist oder so, dann und dann nur so ein. So ein bisschen was brennt, dann ich würde das, glaube ich, versuchen. Dann brennt ja auch mein Auto nicht ab, wenn ich andere, weißt du? So. Schon wieder ein Film. Ich weiß nicht, was das soll. Knappes Oberteil, es ist Sommer. Man darf nicht links abbiegen. Da steht ein Moped. Kommt ein Fahrrad. Ja, ein Fahrrad habe ich gesehen. Ja. So, zur Aufgabe. So ein bisschen widerspenstig hier. Ne? Weshalb müssen Sie hier warten? Wegen der Radfahrerin, ja, die hat wahrscheinlich Vorfahrt, solange die auf der Straße fährt. Wegen des Fußes, hast du den Fußgänger gesehen? Der ist da links, aber der geht jetzt nicht so aus, ob der rüber geht. Genau, und ich will auch nicht abbiegen, dann brauche ich den nicht zu beachten. Aber der grüne PKW. Der steht. Der steht ja eigentlich, da brauche ich ja nicht warten. Ne? Der wartet ja, weil die Ampel vor dem Rot ist. Da könnte ich ja eigentlich, sofern die Radfahrende durchgefahren ist, kann ich die Kreuzung überqueren. Ja, würde ich so stehen lassen. Was ist in dieser Situation richtig? So, da ist so eine schiefe Kreuzung rechts vor links. An der nächsten Kreuzung gilt rechts vor links ein verkehrsberuhigter Bereich oder ich habe Vorfahrt. Ja, auf jeden Fall rechts vor links. Ne? Ja.
So. Wo ist das Überholen verboten? Wo der Gegenverkehr behindert werden könnte? Und sag du mal. Der erste auf jeden Fall, das zweite, ja, der zweite auf jeden Fall auch. Ja, gut, in allen Ja, nee. Einbahnstraßen wird dann, je nachdem, wird schwierig, Da kann aber man auf jeden Fall überholen. ja, teilweise wenig Ja, das Chancen. würde ich so, würde ich auch so abgeben. Schon wieder ein Film. Leute. Was haben wir denn jetzt? Wohngebiet. Eine Telefonzelle, schon mal älteres Video. 30er Zone. Fahrbahnverengung und ein Tunnel. Rechts der Fahrradfahrer. Ja, Fahrradfahrer, Fußgänger. Oh nee. Jetzt habe ich schon wieder doppelt angetreten. Zeit für ein Bier. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsen? Also verzögern heißt bremsen, glaube ich, ne? Verzögert und bremsen. Bremsbereit sein. Nee, damit der LKW mehr volle Pulle auffahren kann, ist ja klar. Ja. Wegen des Radfahrers, Fußgängers oder grünen PKW? Wegen dem Landrover da? Aber Nee, nein. nee, nee, nee. Fußgänger ist schwierig, würde ich tatsächlich auch ankreuzen, weil je nachdem Wegen könnte dem der, Fußgänger da? der könnte auf die Fahrbahn treten. Ja, wenn er dumm ist Ja. und nicht guckt. Aber die Frage ist, muss man mit so viel Dummheit denn die ganze Zeit rechnen? Da kann ich ja überall nur 30 fahren. Radfahrer. Wir wissen aber schon, dass das keine Radfahrerin ist, ja? Okay. Also meins wegen des Fußgängers auch, ja? Schwierig. Ich glaube nicht. Wer so, das gibt ja schon was von natürlicher Selektion gehört. Also wer so dumm ist, der Ja. hat es auch einfach nicht verdient. Nee, das kreuze ich jetzt nicht an sich überhaupt nicht an. Welche Fahrzeuge dürfen auf die Fahrbahnen in zweiter Reihe halten? Halten da, glaube ich, parken bis 3 Minuten oder sowas, ne? Alle Fahrzeuge, wenn sie B- oder entladen werden? Ich glaube nicht. Alle Taxis? Ja, Taxis dürfen das. Sie dürfen zweite Reihe halten, um da Leute ein- und aussteigen zu lassen. Das weiß ich. Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist. Das ist zu einfach, das gilt, glaube ich, nicht. Nee. B- und Entler bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Was meinst du? Sind wir so lassen? Halten, ja, das ist Ja, halten, nur kurz anhalten, um was auszuladen. Komm, also ich würde das machen. Ich würde auch in zweiter Reihe anhalten, um was auszuladen. Bevor ich die neue Waschmaschine jetzt hier 5 Straßen weitertrage, halte ich da kurz an und stelle die ab, oder? ich glaube nicht. Doch, das muss möglich sein. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? Kann man das. Okay. Das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen. Bis zur nächsten Vertragswerkstatt. Das ist schon mal per se Quatsch. Gibt ja keine Werkstattbindung. Oder erst nach Beseitigung des Schadens weiterfahren. Erste und dritte würde ich machen. Ich vermisse dann auch so irgendwie, das notdürftig wieder hintüdeln und in die eigene Werkstatt fahren. Vermisse ich jetzt ein bisschen. Aber weiß ich auch nicht. Okay, auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen, ja. Und erst nach Beseitigung weiterfahren. Wobei es kommt drauf an. Ich sag mal, wenn jetzt eine Ablendlichtbirne kaputt ist, das Auto nicht mehr verkehrssicher, ne? Wenn ich das tagsüber aber feststelle, weil das im Display steht, Ablendlicht links ausgefallen, würde ich das Auto jetzt nicht auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen. Ist die Frage wieder, wie ist das gemeint? Weil so eindeutig sind die leider alle gar nicht. Gut, lassen wir es mal so stehen. Ich denke auch, dass das richtig ist. Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, obwohl die Ampeln im Betrieb sind. Was gilt? Das letzte. Die Vorverträge der Verkehrsrechte, die Lichtzeichenanlagen, die Zeichen des Polizeibeamten. Okay. Gut, das würde ich auch sagen. Welches Verhalten ist hier richtig? So, wir sehen hier im Rückspiegel die Kreuzung, durch die wir eben vermutlich gefahren sind, diese Brücke. Wir sind auf einer abbiegenden Vorfahrtsstraße, wollen nur auf dieser bleiben. Der Blinker ist an, von rechts kommt ein Auto, der hat auf jeden Fall mal keine Vorfahrt. Und hinten ist noch so ein LKW, der da wahrscheinlich gerade in dieser Brücke stecken geblieben ist. Der hat aber wahrscheinlich nichts mit der Frage zu tun. Ich muss den blauen PKW durchfahren. Nee, nee, der fährt da gar nicht durch. Ich fahre da durch. Ne? Einfach, weil ich auf der Vorfahrtsstraße bleibe. Richtig? Ja. So, jetzt komm auch du mal hier. Lies mal vor die Frage und sag mal hier.
Ja, in welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? Ja, dann gucken wir mal. Komplex. So. Ja. Was ist das für ein Schild? Das ist egal. Der Radfahrer. Ja, erklär doch mal warum. Ich muss ja gar nicht sagen. Der Radfahrer ist auf jeden Fall, den darfst du nicht überholen, das Ding. Der ist vor dir. Der bleibt ja auf der Vorfahrtsstraße. Ja. So. Dann. Ja, dann der Radfahrer, ich und der gelbe PKW. Also die erste, ne? Ja. Ja, das klingt sogar vernünftig. Werbung. Wofür warnt dieses Verkehrszeichen? Ist irgendwie hier mit Driftverbot oder sowas, ne? Vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn, vor alkoholisierten Autofahrern, ja, kann auch sein. Vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn. Auch hier vor Schleudergefahr, warum, ist ja egal, ne? Ich würde beides ankreuzen. Also 1 und 3, ne? Welches Verkehrszeichen gibt, oh, das ist aber einfach. Ja, und welches ist es? Ja, das kann ja wie zwei sein. Wisst ihr, schreibt es in die Kommentare. Nein, Quatsch. worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist, glaube ich, so eine Haltebucht, oder? Einen vorübergehenden Zusatzfahrstreifen, nein. Nothaltepannenbucht, halt, muss ich einfach pausen, oder? Nothaltepannenbucht, das heißt. Ja, darf man da auch einen Fahrerwechsel machen? Pausen und Fahrerwechsel, das weiß ich nicht. Also Pausen glaube ich nicht, aber ein Fahrerwechsel? Ja, aber es ist Pausen und Fahrerwechsel, mehr ist dabei. Das stimmt, ja. Aber wenn ich da eine Panne habe, darf ich dann, wenn ich den Reifen gewechselt habe, den Fahrer wechseln? Schwierig, schwierig, bitte. Fragen über Fragen. Ganz wichtige Frage. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? Oh ja. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss würde ich auf jeden Fall sagen, vorausschauende Fahrweise ist immer gut. Schon beim Kauf des Fahrzeugs auf den Verbrauch achten. Ja. Oh, kann man machen. Ja, gut, da spart man ganz viel, weil man nichts verbraucht. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ja. Ja. Na klar. So, oh, jetzt kommen diese Zusatzdingensfragen hier. Macht noch 10 Stück. Grundstoff B. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn im Fernlicht plötzlich Wild auftaucht? Ja, sofort abblenden. Glaube ich, weil die Tiere, wenn die geblendet werden, nicht mehr wissen, wo sie hin wollen und dann einfach stehen bleiben, habe ich mal gehört. Ne? Also wenn du abblendest, dass sie die andere Straßenseite wieder sehen und dann vielleicht weiterlaufen. Mit Fernlicht weiterfahren, dementsprechend Quatsch, hupen und bremsen, ja, auf jeden Fall, das Vieh aufschrecken, dass es vielleicht wegläuft, versuchen zu bremsen, ja, und als ich den Führerschein gemacht habe, stand da auch noch, wenn das nicht wegläuft, soll man das Lenkrad festhalten und draufhalten. Mhm. War in meiner Theorieprüfung ohne Witz drin gewesen, dass man nicht versucht, dem Hirsch da mit aller Macht auszuweichen, oder wenn es jetzt ein kleines, es kommt natürlich darauf an, was für ein Wild das ist, ist das jetzt ein Hase, ein Reh oder vielleicht doch eine ausgewachsene Giraffe, je nachdem, wo er mit dem Auto dann fährt, würde es je nachdem Sinn machen, auszuweichen oder auch zu bremsen, ne? Oder auch draufzuhalten. Aber bei dem Hasen, natürlich ist das Leben von dem Hasen jetzt nicht weniger wert, aber der Schaden am, ne, ist egal, kommt weiter. Wollen nicht die Tierschützer gegen uns hier aufhetzen. Sie fahren auf einer Straße mit mehreren markierten Fahrstreifen für eine Richtung. Wann ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden? Wenn ein Fahrstreifen des Hindernisses nicht durchgehend gefahrbar ist, wenn ein Fahrstreifen endet oder wenn der Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet. Ja. Also, sag mal. Wenn, mit dem Hindernis ist auf jeden Fall schon mal gut, ne? Ja, wenn ein Fahrstreifen endet, bleibt nichts anderes übrig. Genau. Wenn der Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet, ja. Nee. Ja, wenn die. Also Einfädelung, da ist ja der Beschleunigungsstreifen, oder? Ja. Der Beschleunigungsstreifen endet auf der Autobahn. Also musst du komplett bis zum Ende durchfahren. Ich könnte aber auch vorher mich da. Macht man dann Reißverschluss? Tatsächlich? Sollst du, ja, wenn die. Machst du Reißverschlussverfahren, wenn der Stau ist auf der Autobahn? Lassen wir das mal so stehen. Sie haben außerorts eine Panne. Ihr Kraftfahrzeug steht hinter einer Kurve auf der Fahrbahn. Was ist in dieser Situation richtig? Ich sollte eine Warnweste tragen. Ja, das ist heute, glaube ich, so. Ich muss etwa 100 Meter hinter dem Fahrzeug mindestens ein auffälliges, warnendes Zeichen aufstellen.
Also meine waren Dreieck wahrscheinlich. Mindestens 100 Meter. Etwa mindestens ein Warndreieck. Okay. Oder ich muss das Warnblinklicht. Da würde ich, glaube ich, alles sagen. Ne? Ja. Wobei 100 Meter hinter dem Fahrzeug, je nachdem in welcher Gegend, ist das Fahrzeug dann weg und du hast keine Panne mehr. Gut. Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben? Ja, das Ja, ist auch das, irgendwie ja. klar, dass. Abblendlicht, ne? Wodurch kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden? Durch verschmierte Scheiben, abgenutzte Wischerbilder, Schneeblendung, ja, durch die Ladung, Ladung, ja, je nachdem, wie die gemacht gepackt ist, ne, wenn die die Sicht jetzt, nach hinten vielleicht, durch Sachen, die ich im Kofferraum oder habe. wenn du Sachen machst nach vorne, wenn die drüber, wenn die beim Bremsen nach vorne schießen, ne? Ja, dann ist also die Sicht das kleinere Problem, wenn die Sachen nach vorne schießen. Je nachdem, wie die Ladung, kann die auch grundsätzlich die Sicht, glaube ich, beeinträchtigen. Sie planen eine längere Fahrt mit Ihrem, warum sagen die immer Kraftfahrzeug? Was sollten Sie vor Fahrtantritt am Kraftfahrzeug prüfen, um sich selbst und anderen nicht zu gefährden? Die Funktion der Scheibenwischer, ja, bei der längeren Fahrt kann man sich die mal angucken. Die Scheinwerfereinstellung. Muss ich sagen, prüfe ich vor einer längeren Fahrt nicht. Die Reifen, ja, die gucke ich Ja, mir gut, an. ich habe es auch Aber die reingeguckt. Scheinwerfereinstellung, das macht man ja normalerweise in der Werkstatt. Und wenn ich jetzt mit dem Auto in Urlaub fahre, fahre ich doch nicht in der Werkstatt, um die Scheinwerfereinstellung prüfen zu lassen, oder? Also ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Das wird ja im Oktober immer in allen Innungsbetrieben, in allen Mitgliedsbetrieben der Handwerkskammern kostenlos angeboten, dieser Lichttest. Dabei werden die Scheinwerfer ja auch eingestellt. Wenn die dann eingestellt sind, das verstellt sich normalerweise nicht von alleine, würde ich jetzt nicht vor einer längeren Fahrt die Scheinwerfereinstellung prüfen lassen, weil selber prüfen kann man das ja normalerweise nicht. Wir haben auch kein Lichteinstellgerät. Würde ich nicht machen. Sehe ich auch jetzt gar nicht ein. Wie verhalten Sie sich im Bereich dieser Gefahrstrecke? Achtung, Hirsche von rechts nach links. Für die nächsten 3 Kilometer. Blödsinn. Langsamer fahren, auf Wild achten, ja, würde Sinn machen. Wobei dieses Schild natürlich das ganze Jahr da steht. Ne? Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde. Ja, das habe ich eben gemeint, genau. Nicht um jeden Preis ausweichen. Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt. Ja, das hatten wir eben schon. Das ist im Prinzip die gleiche Frage. Wo ist die Feinstaubplakette zur Kennzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen? Ja gut, geht ja eigentlich schon letzter. Außenseite wäre ein bisschen doof, dann hält die nicht lange. Innenseite der Heckscheibe. Ja. Marc, also du bist so ein guter Autofahrer. In welchen Fällen ist eine Bremsprobe unerlässlich? Nach längerer Standzeit? Jo, auf jeden Fall. Nach Übernahme eines anderen Fahrzeugs? Ja, kann man machen. Nach jedem Motorölwechsel? Nee. Also wenn das angekreuzt werden muss, das diskutiere ich mit denen aus. Die letzte. Der Sicherheitsgurt rollt nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen? Sitzverstellung ist defekt. Automatische Aufrollvorrichtung defekt. Sicherheitsgurt ist verdreht. Ja, was macht man denn, wenn der Gurt nicht mehr automatisch aufrollt? Man zieht ihn mit der Hand einmal ab, haben wir auch schon mal gezeigt, sprüht ihn mit Silikonspray von beiden Seiten ein, macht ihn zweimal rein und raus und dann rollt der wieder automatisch auf. Ne? Ich würde sagen, die 2 und 3. Wenn er sich jetzt gut verdreht ist, wenn er verdreht, dann kriegst du ihn auch nicht mehr rein, je nachdem, wenn er so geschlagen Ja, ist. stimmt, wenn er verdreht ist, ja. Genau, woran kann es liegen? Es könnte ja auch defekt sein. Aber zu 99% fehlt einfach nur ein Hauch Silikonspray. Das Ach war so. die letzte Frage. Ja. Möchte ich zurück zur ersten Stunde, die Antwort nochmal zu überprüfen? Nein, ich brauche nichts prüfen. Wir haben auf jeden Fall bestanden. Das ist safe. Dann brauchst du ja nichts mehr. Auswertung. Werbung, Werbung, Werbung. Achtung, die Spannung steigt. Haben wir bestanden? Drückt jetzt mal Pause und schreibt uns einen Kommentar, ob wir bestanden haben, wahrscheinlich oder nicht. Und jetzt geht's weiter. Achtung. Sie haben die Prüfung leider nicht bestanden. 13 Fehlerpunkte insgesamt, wie bitte? Ja, das ist falsch. Ja, da hast du mal wieder Mist Ja, gemacht.
Japaner. Bitte sehen Sie sich die rot markierten Felder. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Jetzt bin ich schon mal gespannt. So, die soll falsch sein. Drück drauf. Nein, ist nicht drauf. Wenn der Einfädelungsstreifen auf der Autobahn endet, soll man Reißverschlussverfahren anwenden. Wie viele Punkte sind das? Steht drei. Drei Punkte. Oben rechts in der Ecke. Okay, drei Punkte. Ist nicht schlimm. Was haben wir denn noch falsch? Ja, die Scheinwerfereinstellung Die war. Scheinwerfereinstellung tatsächlich prüfen. Gut, das kann nur die Werkstatt. Wenn ich eine längere Fahrt plane, es gibt ja auch Pendler, die jeden Tag eine lange Fahrt mit ihrem Auto machen, die zum Arbeitsplatz 100 Kilometer oder mehr fahren. Also, liebe Pendler, denkt dran, vor jeder längeren Fahrt, ne, morgens vor der Arbeit einen Werkstatttermin machen, um täglich eure Scheinwerfereinstellung zurückzulassen. Achtung, auch für die Rückfahrt. So, haben wir noch was, was wir Ja, angeblich. Kunststoff. So, dann kommen wir jetzt zu diesen Grundstofffragen, die wir angeblich falsch haben sollen, weil da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das sind ja nur zwei. So, da ging es um die Frage, welche Fahrzeuge dürfen auf Fahrbahn in zweiter Reihe halten? Und die meinen ernsthaft, dass Fahrzeuge zum Be- und Entladen nicht mal kurz in zweiter Reihe halten können. Ja, kann man sich drüber streiten. Machen würde ich es trotzdem. Und die andere Frage, die wir falsch hatten, kräftig Gas geben. Okay. Habe ich ja direkt vermutet, dass man so relativ gefahrlos. Das hätte ich ankreuzen müssen, ja. Ich habe es ja nicht angekreuzt, ich hätte das ankreuzen müssen. Wie man gefahrlos feststellt und die Fahrbahn vereist ist. Ich habe ja angekreuzt bei ganz langsamer Fahrt bremsen, das ist auch richtig. Lenkung ruckartig hin und her bewegen, ist natürlich Quatsch. Aber kräftig Gas geben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Fahrschule oder der TÜV, der die Prüfstelle, die diese Prüfung hier abnimmt, Leuten empfiehlt, bei vereister Fahrbahn kräftig Gas zu geben. Ich mache das selber je nachdem auch, um festzustellen, die Fahrbahn vereist ist. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das so eine Empfehlung ist. Vor allen Dingen von Leuten, die sagen, man soll nicht in zweiter Reihe parken in die Waschmaschine. Naja, lassen wir das. Gut, Fakt ist, wie viele Punkte darf man bei dieser Prüfung haben, maximal wie viele Fehlerpunkte? Ich meine, 10 Fehlerpunkte und keine 2 Fünferfragen, also 5 Okay. Fehlerpunkte. Also für 5 haben wir nicht gehabt. Ja? Und mit 12 Punkten sind wir nur ganz knapp über die 10 13. drüber. Also im, ja, 13. Also im Prinzip war das ja jetzt keine schlechte Leistung gewesen, oder? Ja, trotzdem durchgefallen. Ich finde, da habe ich schon mal gleich noch verdient. Gut, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Wir freuen uns tierisch auf unsere Fahrprüfung, die ihr in der nächsten Folge, also heute in 2 Wochen, online sehen könnt. Mit der Fahrschule, die sich dafür bereit erklärt hat. Die wissen ja noch nicht, wie wir fahren. Und ja, dann natürlich ohne Bierchen, selbstverständlich. Und drückt uns die Daumen, dass wir die Fahrprüfung wenigstens bestehen. Dir gehören die letzten Worte heute. Ja, dann bis demnächst hier auf Flaschen TV.